Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Helger und dem Stereo Trader und mit mir. Und ja, falls Sie mich noch nicht kennen, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und mache kurz die Anmoderation, denn unser Gast und Referent und Star heute ist ja Dirk Helger, wie immer. Und ja, bevor ich an den Dirk übergebe, müssen wir, da kommen schon die ersten Kommentare, Dirk, hier, den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Okay, dann übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und hoffentlich klappt das jetzt auch. Ja, versuch's mal. Ich sehe nämlich nichts. Ah, da kommt was. Monitor 2. Monitor 2, okay. Ja, viel Erfolg und viel Spaß. Alright. So, dann gehen wir jetzt erstmal auf das andere Bild. So, hier sind wir richtig, ne? So, dann sage ich auch erstmal hallo und herzlich willkommen. Leider schon wieder ohne Kamera. Ich kriege das momentan irgendwie mit der Technik hier nicht gebacken und war ja irgendwie schon die letzten beiden Male so und ich habe ja eigentlich halt gehofft, wir würden das jetzt auch wieder hinkriegen, beziehungsweise besser gesagt ich, aber wie ihr seht, ich habe es nicht hinbekommen. Und aber nächstes Mal, ich muss mich da wirklich mal drum kümmern. Ja, der Waldemar fragt schon, Technik Schrott oder was? Genau, also der ein Monitor ist ja irgendwie abgerauscht und ich habe tatsächlich vergessen, den anderen zu bestellen. Asche auf mein Haupt, gibt keine Ausreden, ich bin schuld, ist in Ordnung, kann ich mit leben, ist sowieso mein zweiter Vorname, von daher passt das. So, also, Raum füllt sich ja immer auf den letzten Drücker, deswegen bin ich immer so ein bisschen zögerlich hier, was das direkte Einsteigen auf den Markt angeht. So, jetzt hoffe ich mal, ich mache hier gerade noch, muss noch was einklicken. Ah, nee, doch, habe ich ja alles hier. Okay, ich habe ja schon die Kommentare. Also, deswegen, wie gesagt, ein bisschen langsam. Ich hoffe, euch geht's gut. Der Sommer soll ja auch wieder kommen, obwohl heute ist immer noch kalt. Ich war irgendwie gerade zufällig Mittagessen, tatsächlich zufällig. Wollte eigentlich nur kurz was einkaufen gehen. Und dann habe ich gesehen, da haben irgendwie jetzt tatsächlich viele Restaurants jetzt irgendwie hier so die Stühle vor der Tür stehen, wo die vorher gar keine Fläche hatten. Und habe ich gleich mal was Neues ausprobiert und habe dann mir dort mal kurz vorher ein bisschen Energie getankt für das, was da gleich kommt. Also dass du bei 21 Grad sagst, es ist kalt, das ist natürlich, muss ich ankreuzen hier. Dass ich das als Brasilianer sage, das fürchte ich, aber du? Ah, der Wind hat ein bisschen geweht, von daher, und ich war jetzt auch nicht so wahnsinnig herbstlich angezogen. Und deswegen, ja, sonst wäre es mir auch nicht aufgefallen. Weil ich bin ja jemand, ich sitze ja auch im Januar draußen. Also von daher, ich bin da ja nicht so wahnsinnig empfindlich eigentlich. So, aber wird ja langsam hier mit der Teilnehmeranzahl. Einer ist gegangen, wer auch immer das war, dem wünschen wir noch einen schönen Tag. Der Rest ist geblieben. Und wir wollen ja gucken, was der Markt uns da heute bescheren möchte. Also, ich fange mal wie immer an hier mit der Stunde. Die Charts sind schon freigegeben im Live-Chart für diejenigen, welchen die zwar das Add-on haben, aber keine Lizenz. Und das heißt, ihr könnt das Bild hier dann halt auch auf eurem Monitor sehen. So, apropos sehen. Ich fange mal an mit dem Dow hier auf der rechten Seite. So, also ich habe ja gestern, ich weiß nicht, sind ja doch einige dabei, sicherlich auch, die meinen Blog lesen. Ich habe ja gestern gesagt, um Gottes Willen, nach so einem Markt geht man auf keinen Fall short. Das war halt hier dieser letzte Anstieg vom Mittwoch da hoch. Und den hatte ich auch noch gepostet, beziehungsweise ein Stück davon, also von dem Long hier, kommend von der 461. Die muss ich auch jetzt erwähnen, weil die kommt nämlich gleich hier nochmal als Thema. Dort sind wir hochgelaufen und was hat er gestern gemacht? Nur Unsinn. Einmal halt ganz kurz über Nacht nach unten raus gedippt, dann halt später zur, das war die deutsche Öffnung, einmal oben raus, dann halt zur Kassa-Öffnung einmal wieder unten raus und wieder zurück in die Range. So, und gestern
weil ich gehe immer davon aus, dass wir den Markt News hin oder her halt einfach fortsetzen. Gestern ist halt dann mehr oder weniger überhaupt nichts passiert. Ja, also es hat hier nur in dieser Range rumgedümpelt. Und ich habe es auch hier dazu geschrieben, wo wir hier sind, nämlich ganz einfach Weekly Außenstab von der Vorvorwoche. Das ist hier diese gestrichelte Linie. So, und da wir heute Freitag haben, gehe ich mal so ein bisschen davon aus, dass sich die Wochenkerze heute auch auflöst. Das heißt, das hier wird, würde ich mal behaupten, zu 100% werden wir das heute nochmal sehen, diesen Bereich. Das heißt, dahin tippen, das sollte eigentlich auf jeden Fall drin sein, ob es jetzt direkt zu den NFPs passiert, oder halt nachher zur Kassaeröffnung. Das sei mal dahingestellt, aber vom Tisch ist die wahrscheinlich nicht. Und es ist auch hier, wenn man einfach nochmal von dem normalen Ansatz angeht, den ich ja auch immer beschreibe, wo ja auch fast alle Trades, die ich live vorführe, darauf basieren, ist ja eben aus Widerstand wird Support und eben umgekehrt. So, und hier haben wir halt einen Widerstand und der ist noch nicht mal angetestet. Und der liegt natürlich genau dort. Das heißt, das wäre jetzt eigentlich mal das Erste, was ich erwarten würde, dass wir dort am liebsten natürlich jetzt um 14:30 Uhr erstmal hinlaufen, aber nicht nur deswegen, weil der da ist, sondern aus einem anderen Grund. Was man also gestern sieht, das ist hier dieser lustige kleine Ausbruch. Ich zeichne da mal eine Linie hin, damit man mal sieht, wovon ich auch rede. Ich lasse die mal schwarz, aber mach sie mal dick genug, weil ich soll jetzt erstmal keine Wertung haben. So, und da sieht man halt, ne, so, dahin gelaufen, was ist heute passiert, beziehungsweise über Nacht dahin, da drüber und direkt wieder drunter. So, und ich habe halt auch in meinem Blog geschrieben, wenn wir es nicht schaffen, das Tageshoch von gestern rauszunehmen und da halt einfach keine Käufer mehr kommen, dann gehe ich eigentlich ganz stark davon aus, dass wir einen Dip veranstalten. So, jetzt sollte dieser Dip, also wenn er dann kommt, ich meine, generell, der Markt ist long, ja, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das heißt ja nicht, dass es unbedingt von diesem Niveau aus, wo gestern schon eigentlich keiner mehr großartig Lust hatte zu kaufen, dass es ab dort jetzt weitergeht. So, was natürlich aber leider auch auffällt, und das macht es heute auch ziemlich spannend, und das ist halt eben, dass wir hier nicht mehr wirklich drunter kommen. Ja, also unter diesen einen Widerstand, der dann gestern hier mit Ach und Krach gekauft wurde, da kommen wir irgendwie nicht mehr wirklich drunter. Klar, weil hier sind halt die letzten Hochs, da stößt das sich die ganze Zeit halt immer wieder dran ab. So, aber das ist halt eben dieser Widerspruch, den wir halt haben. Das heißt, der Markt ist long, würde eigentlich gerne steigen, also zumindest mal im Daily, aber hier will irgendwie keiner. Was wir im Rücken haben, ist halt dieses Gap. Dazu mache ich das Ganze mal eine Nummer größer, damit man es auch besser versteht. Wir hatten halt hier zwei Gaps. Das war am Montag und dann hier drunter noch eins. Das war halt von der Woche davor. So, und ich sage ja immer, Gaps sind sein Hobby. Und deswegen war es jetzt auch erstmal nicht weiter verwunderlich, dass wir gestern einmal kurz in das Gap hier reingestochen haben und dann halt wieder versucht haben, hier oben weiterzulaufen. Aber wie man sieht, so wirklich gelungen ist die ganze Geschichte nicht. Deswegen gehe ich fast davon aus, dass wir, also es wäre zumindest mein präferiertes Szenario, und deswegen bitte jetzt nicht gleich shorten, was die Oma hergibt, aber mein präferiertes Szenario wäre halt wirklich so eine Bewegung einmal hier runter, und zwar auf die Unterseite von dem Gap halt nochmal und von dort aus dann entsprechend rauf. Ja. So, und das war am besten, ich habe auch hier eingezeichnet, zwei verschiedene Targets, Range-Targets, einmal unten, einmal oben, ergibt sich einfach aus der Range, die wir gestern hatten. Es sind einfach jeweils die 161. Und da der DAO auch gerne mal Fibos vervollständigt, gehe ich davon aus, dass halt eine Bewegung in der Form kommt. So, die Frage ist jetzt natürlich, in welcher Reihenfolge. Also am liebsten wäre natürlich so rum, klar, aber kann natürlich auch andersrum kommen. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Ich hoffe es mal nicht, dass es andersrum kommt. Weil das würde nämlich dann auch bedeuten, wenn wir zuerst hochlaufen, deswegen finde ich die Reihenfolge mal ganz wichtig, zuerst rauf heißt in der Regel, funktioniert nicht, kommt nicht weit. Und da ich aber eigentlich eher schon hier long eingestellt bin, auch wenn ich mal kurzfristig jetzt versuchen werde, den Markt halt darunter zu shorten, wäre das halt schon so ein bisschen mein Favorit, ja. Also ich meine, hier sieht man ja auch Widerstand, Widerstand, dann hier die Zone gekauft, Gap. Das ist also auf jeden Fall für meine Begriffe ein Bereich, der interessant sein könnte. Wie gesagt, ob das jetzt wirklich zu den News direkt kommt, steht natürlich auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Und
so wie der hier auch hängt, werde ich wahrscheinlich auch jetzt gleich schon wieder einen Teil von der Short-Position, die ich da gerade vorhin so ein bisschen zusammengebaut habe, wahrscheinlich auch schon wieder auflösen, weil das will halt einfach nicht darunter. Man sieht es ja halt, ne? So, ich gebe das mir hier auch kurz frei mit den Linien, damit ihr das auch im Chart habt. So. Also muss man gleich ziemlich genau gucken. Ich würde halt auch, also ich bin ja grundsätzlich immer ein großer Freund davon, bei solchen Live-Tradings oder auch nicht nur da, sondern halt auch, wenn ich den Markt beschreibe, immer eher ein Wenn-Dann. Ja, also normalerweise wäre mein Ansatz jetzt, wenn er da runterkommt, gehe ich da unten Long, wenn er da raufkommt, gehe ich da oben Short. Und so direkt reinspringen ist sehr oft ungesund. Und von daher, aber ich habe den Stop gesetzt, der ist jetzt relativ eng und das wird mich jetzt auch nicht umbringen. Aber wäre natürlich schade, wenn es halt nicht funktioniert. Deswegen sage ich auch ganz klar, bitte nicht nachmachen, weil das Bild hier ist so unfassbar unklar, dass halt wirklich hier, das kann in alle Richtungen, kann die Geschichte hier laufen. Wirklich, also und auch relativ mit ordentlich Wumms. Damit sollte man hier einfach rechnen. So, von daher ist das nicht so ganz ohne. Und wie gesagt, selbst wenn er runter dippen sollte, haben wir hier direkt die 590, die gerade mal 30 Punkte entfernt ist, was halt bei News wie den NFPs, wenn sie denn volatil sind, wovon ich heute ausgehe, eben weil die Situation so unentschlossen ist, und dann ist es halt einfach nur ein Katzensprung, ja. Und da sollte man halt wirklich dann halt auf der Hut sein, wenn man das macht. Oder man halt eben mit kleinen Positionen und oder sofort absichern und so weiter und so fort. Ja, aber das ist halt generell jetzt erstmal das Bild. Wäre jetzt Kassaeröffnung, würde ich sagen, ja, wir gehen auf jeden Fall zuerst runter. Bei News kann das Ganze auch mal ganz kurz bisschen irrational laufen. Und deswegen ist das immer so ein bisschen tricky. Also grundsätzlich sage ich ja immer, nur weil News sind, ist das ja kein Grund, warum irgendwas anders sein sollte. Ja, generell, das heißt, ich gehe davon aus, das Bild wird sich vervollständigen im Laufe des Tages, aber mehr halt auch nicht. Ne? Nur welche Richtung jetzt als erstes kommt, das weiß ich nicht. Ne? Ich habe nur so ein bisschen, also ich sag mal, hier irgendwie auch long zu gehen, finde ich schwierig, weil halt eben da oben bis jetzt auch keiner war. Jetzt können natürlich die News dazu führen. Ich rede hier zu lange, stelle ich gerade fest. Ich sollte wirklich die Position mal eine Runde verkleinern. Ne? Weil wir kommen hier direkt schon wieder auf Anfang. Ich nehme mal ein Stück hier raus und pack mir lieber wieder eine da unten hin und habe da so ein bisschen mehr Gewissheit in der ganzen Geschichte drin. So, sorry, mal kurz hier abgeschweift. Also wie gesagt, bei News kann es dann halt auch schon mal irrational laufen. Von daher kann es jetzt natürlich dann auch passieren, dass halt eben da jetzt einer irgendwie sich motiviert fühlt und sagt, oh boah, ich nehme erstmal alle Shorts raus oder kauf erstmal den Laden durch die Decke, damit ich nachher die Aktien wieder abstoßen kann. Man weiß es eben nicht. Ne? Das ist halt wirklich so, die Reihenfolge bei den News ist ein bisschen schwierig. Und deswegen sage ich halt immer eher, ja, lieber wenn dann. Den nehmen wir auch mal weg, der ist auch ein bisschen knapp. Und ist in der Regel halt gesünder, das halt so zu machen. Ne? Kommt jetzt hier zwar wieder runter, aber trotzdem, also wir haben noch 2 Minuten. Ich würde jetzt am besten auch mal hier auf dem Chart draufbleiben und dann nachher lieber wieder in den theoretischen Teil reingehen und dann noch mal gucken, wie die ganze Geschichte weiterlaufen kann. Also es ist natürlich auch eine Strecke, ja, also wir reden hier über irgendwie 180 Punkte runter und rauf. Ob das so wird, ist halt wirklich die große Frage. Ich würde auch hier mal noch die 90 einzeichnen, die 590. Da sind wir. Wäre dann jetzt auch noch ein Pivotpunkt, auch jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich, wenn das kommen sollte, aber wie man sieht, ich sichere das relativ eng oben ab. Und wie gesagt, bitte nicht nachmachen, ne, weil es ist nicht gesagt, dass wir auch noch hier live dabei sind, wenn der Markt jetzt als Beispiel nach oben laufen sollte und dass die Zeit dann reicht, um halt als Beispiel da oben nochmal was einzufangen oder eben umgekehrt. Und dann halt einen möglichen Verlust dann halt auch auszugleichen. Das weiß ich halt eben nicht. Und deswegen unbedingt, wenn man, egal was man macht, stimmt es mit eigenen Ideen ab, dann ist alles fein. Und ansonsten besser nicht. So. Orderbuch ist schön dünn, wie immer, wie man sieht.
aber die Bewegung insgesamt relativ überschaubar erstmal. Also ich lasse mich hier auch jetzt ausstoppen, wenn er irgendwie unbedingt hoch will. Ich kann momentan nicht mehr machen, als die Position richtig, also fachlich richtig halt absichern. Mehr kann ich momentan nicht tun. Nur wenn er meint, er muss mich da jetzt unbedingt abholen, dann soll er das machen. Und dann, wie gesagt, dann eher an anderer Stelle, dann halt oben. Ja, und das meinte ich halt. Also welche Richtung zuerst, weiß man nicht. Ich würde den trotzdem hier nochmal hinsetzen. Aber hier long, damit habe ich definitiv meine Schmerzen. Weil es ist natürlich auch nicht gesagt, ob jetzt hier, ob das eine Fehlzündung ist. Weil die Chance ist schon relativ groß eben auch. Ja, weil vor allen Dingen jetzt hier im, ich gehe nochmal rüber auf den. So, ich würde die andere aber direkt mal oben setzen. Weiß ja nie. Also 770. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ja, weil bis jetzt ist noch nichts passiert, außer dass wir hier nochmal am Tageshoch halt dran sind und er kann genauso gut wieder runterkommen. Genauso schnell wie er hochgelaufen ist. In der Regel ja dann halt eher noch schneller. Und da muss man halt mal gucken. Na, hier einen anderen Timeframe. Da mal gucken, ob das jetzt wirklich nach oben durchgeht. Oder ob wir hier nicht doch nochmal runterkommen. Ja, ich habe heute Morgen alle Longs zugemacht. Das war natürlich im Nachhinein. Aber okay, wenn man sich nicht sicher ist, bringt es ja halt nichts. Ne? Das ist ja vollkommen klar. Also, das heißt, die Extension, das sieht fast so aus, als würden wir jetzt da oben hinlaufen. Long komme ich ja trotzdem nicht mehr rein. Weil jetzt hier einfach reinspringen, glaube ich, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Kann natürlich trotzdem funktionieren, klar. Also, das Bild ist schon abgefahren, finde ich. Also, hier im. Ich habe hier das gleiche Bild im H1, was ich vorhin gezeichnet habe. Das ist schon ziemlich schräg. Ne? Also womit ich halt einfach nichts anfangen kann, ist halt hier eine Aufwärtsbewegung, die dann hier wieder verkauft wurde. Dann dieses Geschippel auf der Stelle hier, wo gestern schon keiner wollte. Das ist halt, deswegen sage ich ja, mit Long habe ich irgendwie da absolut meine Schmerzen. Und auch wenn das Bild generell im Daily Long ist, aber dass das so funktioniert, es kann natürlich jetzt genauso gut sein, dass wir hier wieder runterfallen, dann wieder auf Anfang und dann bleiben wir da halt wieder stehen. Das ist genauso möglich. Weil ich irgendwie halt auch im Daily, den zeige ich auch mal kurz. So, also wie man sieht, wenn dann ist meistens besser. Ne, das meine ich halt, also diese Kerze, die wir halt hier hoch gezimmert haben. Da habe ich halt gesagt, wer da irgendwie lange Strecken Short sucht, der ist nicht gut beraten. Also das ist halt einfach gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und gut, dass wir dann halt direkt danach in so einer komischen Range, die man jetzt hier im Daily zwar nicht so arg sieht, aber dass wir halt direkt dann so ein Gekaspere da machen, hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass da halt ein bisschen mehr nachkommt, dass der Dip auch gestern schon ein bisschen tiefer wäre und wir dann direkt hochgeknallt wären. Da hätte ich schon eher mit gerechnet. Aber generell, man sollte danach nicht erwarten, dass es großartig runtergeht. Absolut nicht. Was ich hier halt wollte, was man dann hier natürlich auch sieht, was aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktioniert, sondern eher zum Scheitern verurteilt ist. Also was ich hier halt wollte, war jetzt ja halt einfach nur sowas hier. Also da runter und dann entsprechend hoch. Das macht der Markt ja schon mal gerne. Also einmal halt so die ganze Kerze auslöschen und dann halt hier nachher so einen Riesenhammer dann ins Bild stellen. Das hätte schon gut gepasst. Aber irgendwie hat er da jetzt noch keine Lust drauf. Und wie gesagt, wenn er jetzt zuerst hochläuft und dann da oben hin, die 770, müsste auch ziemlich genau die Geschichte hier sein. Ja, ein bisschen drüber. Ja, ne, hier die Abwärtsbewegung, die hier losgegangen ist. Dann ist halt die Frage, ob das dann halt wirklich noch gut ausgeht. Ne? Also, weil ich frage mich halt immer, und das passt ja auch meistens, wo sollen die Käufer herkommen? Ne? Weil wenn hier hat ja wieder irgendwie kein Mensch irgendwie eine Chance, irgendwelche Aktien zuzulegen,
kann man nicht sagen, ja gut, die haben gestern alle gekauft und freuen sich jetzt einfach nur. Kann sein, aber das ist ja der Grund, warum der DAO sehr, sehr oft um 14:30, um 15:30 zur Kasseeröffnung erstmal runtergeht und dann halt wieder hochzieht, ne? Weil man natürlich versucht, dann halt ja auch möglichst günstig da reinzukommen. Und das hier ist dann nachher wird im Kassamarkt, was wir jetzt hier sehen, sorry, im Daily, ist am Ende im Kassamarkt einfach nur ein Gap, ne? Und mehr halt nicht. Das ist halt immer so ein bisschen risky, da kann er natürlich irgendwie von oben drauf aufsetzen, beziehungsweise irgendwie so halb reinlaufen, dann doch wieder zurück. Aber wenn das erstmal zu ist und das heißt, wir dann halt dann tatsächlich auf Anfang dann nochmal sind und dann wird es halt meistens ungemütlich und dann rauscht er halt auch meistens unten durch. Und deswegen sage ich halt auch immer so, ein Gap Close von oben ist in der Regel nicht bullish. Ja. Und deswegen, und was hinzukommt, also hier kann ich momentan jetzt erstmal nicht viel tun. Ich kann jetzt hier sagen, gut, ich gehe short bis darunter. Das könnte funktionieren. Aber ja, weil ein bisschen Gegenwehr haben wir hier. Sage, das könnte halt durchaus ein Fehlausbruch sein, die Nummer hier. Aber ich will jetzt auch nicht hier blind stochern. Also wenn, dann halt eher unter eine größere Order drunter. Aber das sind wir schon wieder sehr, sehr nah am Vortageshoch, also hier sieht man ja, ne, es hat ja eine größere Order, die da drin liegt, wenn die halt verkauft wird und der das Level nicht halten kann, und dann sollten wir da eigentlich drunter fallen. Kann man mal versuchen, bitte nicht nachmachen, auch hier nicht. Wenn es nur ein paar Punkte sind, aber hätte dann zumindest die Möglichkeit, dann halt hier den ganzen Salat rückwärts abzubauen. So, was man jetzt halt einfach sieht, ist halt, es kommt ja erstmal, oh, natürlich ein super Long Entry, erstmal halt nichts hinterher, heißt aber natürlich noch nichts. Sind ja auch irgendwie gerade erstmal 7 Minuten vergangen, wenn man einfach mal von dem M15 ausgeht, hier auf der rechten Seite. Mehr ist es ja nicht, versucht hier gerade irgendwie über die Hochs sich irgendwie drüber zu heben, beziehungsweise dort zu schließen. Und das funktioniert dann halt eben nicht so einfach. Und von daher fehlt da halt auch noch so ein bisschen der Nachdruck. Aber hier passiert halt leider auch nicht so wahnsinnig viel. So, gucken wir den, ob es Sinn macht, den zu skalieren oder nicht. Also hier oben ist halt auch ein Pivotpunkt. So, ich setze den mal ein bisschen drüber. Bin auch jetzt hier nur mit einer Viertelposition drin. Und daher. Ja, als Long Entry war er super. Das muss man ja leider wirklich mal genau so sagen. Nelson. Nelson sitzt Gut. wahrscheinlich da, schüttelt den Kopf. Nein, Weiß man ja vorher nicht, ne? Aber das ist ja, was ich gesagt habe. Ich kann die erste Richtung bei so einem Markt einschätzen, ist echt schwer. Also deswegen. Also ob das jetzt hier eine gute Idee ist, weiß ich auch nicht. Ich würde natürlich am liebsten oben die 770 haben, um dort reinzukommen. Und weil das hier, das hat jetzt erstmal nur auf der Stelle rumgestehe. Viel mehr passiert da auch noch nicht. Und das kann halt wieder alles Mögliche werden. Also was ich jetzt halt einfach nur sehe oder der Grund, warum ich da rein bin, das war die eine größere Order, die da halt eben lag. Die aber möglicherweise kann die natürlich auch fake gewesen sein. Und eben halt hier die Hochs, ne? Also sowohl im M15 sieht man es ja halt deutlich, dass er da irgendwie nicht so wirklich drauf klarkommt, als auch hier im M5. Hätte man natürlich dann direkt hier auch an den Hochs machen können, klar. Aber ich wollte mich jetzt halt eigentlich eher schon daran orientieren. Was macht denn der DAX eigentlich? Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Mal gucken, ich gehe mal rüber. So, das hier scheint ja irgendwie eine längere Geburt zu sein. Mal gucken. Ja, stößt halt auch wieder an seine alten Hochs von gestern. Erstmal. Wobei der momentan tatsächlich, also, das heißt momentan, also zumindest mal halt irgendwie gestern und heute gegenüber dem DAO
wesentlich interessanter tatsächlich läuft. Das sage ich ja wirklich nicht oft, aber wenn es so ist, darf man es auch mal erwähnen. So, also auch noch nicht wahnsinnig viel passiert. So, dann gehen wir nochmal zurück. Stehen wir hier natürlich genau auf der Stelle rum. Also, so, hier haben wir natürlich genau das Gegenteil. Das heißt, da ist jetzt erstmal eine größere Order hier oben. Ja, hier die größte im Pot. Und wenn die natürlich gekauft wird, und dann fliegen wir wahrscheinlich oben durch. Das ist natürlich dann, wird da genau umgekehrt jetzt ein Schuh draus. Die hier, wie gesagt, die mag fake gewesen sein, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin hier jetzt erstmal wirklich nur mit einem Viertel drin und will hier keine riesen Experimente machen. Aber was natürlich auffällt, ist, also hier selbst im kleinen Timeframe hält er sich schon ganz schön stabil da oben. Ne? Das ist also nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass wir gleich nochmal drehen. So, weg. Dann hat man schön gesehen, Limit Pullback Order. Natürlich auch ein netter Nebeneffekt, weil man kann auch sagen, okay, das Ding ist drüber gelaufen, ich nehme die Order erstmal raus und nehme den zeitlichen Vorteil, den ich dadurch bekommen habe. Und ich setze mal hier oben drüber noch. Nehme erstmal den Zeitvorteil und habe dann nochmal eine Chance, drüber nachzudenken. Weil hätte ich die jetzt drin gelassen, hier irgendwo war die, dann wäre ich, oder wäre es eine normale Limit-Order, hätte ich jetzt hier schon zusätzlichen Verlust an der Stelle schon auf dem Schirm. So habe ich den halt nicht. Also wenn die jetzt auch noch oben genommen wird, hier oben der Pulk, dann lassen wir das. Dann suche ich mir wirklich die 770 und sonst gar nichts mehr. Weil hier jetzt noch irgendwie dann dagegen zu halten, das ist dann halt reine, das ist grenzt an Meinungstrading. Das sollte man dann irgendwie nicht tun. Ne? So, genau. Also ich gehe mal davon aus, dass der jetzt hier sauber war, auch der Exit, weil der Markt drückt ja nun mal hoch und dass das jetzt auch sauber weiter durchgekauft wird. Deswegen macht es jetzt erstmal auch keinen Sinn, da halt jetzt weitere Shorts dazu zu geben. Ne? Außer man sieht halt, wenn jetzt hier das Ding genau umdreht, genau das, was genau das meinte ich, außer man sieht, dass das Kauflevel halt deutlich nochmal verkauft wird, dann kann man natürlich drüber nachdenken, das nochmal aufzumachen. So, okay. Dann ist das in Ordnung. Heißt aber trotzdem auch nicht, dass es funktioniert. So, 42, das heißt, wir haben noch 3 Minuten, bis die Geschichte hier rum ist. So, aber dann, wie gesagt, noch größeres Risiko braucht man hier jetzt wirklich nicht einzugehen, wenn das jetzt auch noch irgendwie nur eine Auflösung war oder was auch immer. Und dann sollte man es irgendwann auch mal gut sein lassen, bevor man halt hier irgendwie die ganze Zeit dann halt irgendwie falsche Entscheidungen teuer bezahlt. So, mal gucken, da jetzt noch was nachkommt oder nicht. Also das finde ich, kann man halt schon mal machen, wenn man halt dann zumindest sieht, okay, da war was. Und dass ihr zumindest mal irgendwie eine kleine Bestätigung dafür, dass da halt möglicherweise nichts mehr nachkommt. Dann kann man auch ruhig mal eine Order zweimal aufmachen. Ist natürlich auch kein Garant, ist auch klar. Aber halte ich trotzdem hin und wieder für legitim. So, also das meinte ich eben, ne? Deswegen, wenn man das nachmacht, also in der Regel geht es ja eigentlich auch bei den Webinaren heute dann halt leider nicht. Und dann sollte man irgendwie, kann man machen, aber ich weiß halt eben nicht, ob wir in der Lage sein werden, die ganze Bewegung hier nach oben halt zu verfolgen und den eigentlichen Entry dann halt zu finden. Also wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass das hier nicht Bestand haben wird und wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, das ist natürlich verlockend, ja, jetzt dann nochmal reinzuspringen, werde ich aber nicht tun. So, weil was man jetzt halt sieht, ist, dass der M15, dass der hier
schon recht deutlich jetzt da umgeschlossen hat. Also das ist jetzt erstmal, da würde ich mal nicht davon ausgehen, dass das jetzt einfach so wieder zusammenklappt in den nächsten 15 Minuten. Ein bisschen korrigieren, okay. Aber nicht wert, da jetzt irgendwie nochmal short dran festzuhalten. Weil die Überlegung war ja halt, ne, dass wir halt hier oben irgendwo stranden und dann halt hier nochmal schließen oder drunter schließen, dass es halt nicht packt. So, da lag ich aber halt kurzerhand falsch. Und das kann man dann auch mal so akzeptieren und muss dann nicht unbedingt jetzt die ganze Zeit dagegen halten, gegen den Impuls, der da läuft, weil ich natürlich nicht weiß, wie weit er jetzt halt korrigiert. Und kann natürlich auch sein, dass jetzt hier, keine Ahnung, nochmal aufs Vortageshoch kommt, das weiß ich ja alles nicht. Ne? Aber kann auch sein, dass sie halt einfach nur innerhalb der Minute hier operieren und das Ding da halt in dem Takt nach oben ziehen. Ne? Das sind hier Minutenkerzen, sieht man ja gerade. Geht einmal halt kurz drunter und ploppt dann schon wieder hoch. Und so kann das jetzt natürlich die ganze Zeit weitergehen. Und deswegen, auch wenn es dann irgendwie kurz mal reagiert, wie gesagt, die hier etwas werden können, weil es halt eben zu schnell wieder runterkam. Aber hier jetzt nicht mehr unbedingt. Weil man sieht ja wirklich, es scheint ja wirklich hier in der Minute, im Minutentakt drauf zu gehen. Und das kann natürlich jetzt auch so anhalten bis um 15 Uhr. Und dann muss man halt mal sehen, ob da oben dann halt entsprechende Gegenbewegung kommt. Und da würde ich jetzt, also mein Ansatz wäre jetzt, bevor ich jetzt hier den nächsten Versuch hier starte, die Bewegung rückabzuwickeln. Ich würde jetzt erstmal die Stunde abwarten, beziehungsweise halt zumindest mal kurz vor Ende der Stunde und dann halt mal sehen, beziehungsweise mal versuchen rauszufinden, welches Muster wir hier haben, was also zeitlich gehandelt wird und dann mich versuchen darauf einzustellen und dann dort halt eine Umkehr zu entdecken. Ich gehe jetzt mal auf den 2-Minuten-Chart, weil der 1 Minuten so ein bisschen choppy ist. Und das heißt, wenn jetzt dann halt entsprechend in einem Timeframe, also wie jetzt hier zum Beispiel 2 Minuten, da sehe ich halt hier Außenstab, Innenstab, Innenstab, nichts, neuer Außenstab, neuer Außenstab, neuer Außenstab. Und da kann man dann gleich mal gucken, ob man dort dann entsprechend erkennen kann, wenn ein Bruch kommt, beziehungsweise halt gucken, wie lange kein Bruch kommt. Und mit dem Timeframe dann halt versuchen, das Muster dann halt eben in Gegenrichtung dann halt zu finden. So, und das sieht jetzt schon so ein bisschen verdächtig nach M2 aus. Also deswegen bin ich halt auch immer so ein Freund davon, eigentlich Timeframes zu kombinieren und eben nicht nur in einem zu bleiben, weil man halt, weil nicht immer klar ist, in welchem Timeframe jetzt zum Beispiel halt so ein Muster halt abläuft. So, gucken M5. Im M5 ist halt noch gar nichts passiert. Im M5 ist es eigentlich am klarsten, das Bild. Das ist natürlich jetzt, um hier mit dem Markt da in irgendeine Form reinzukommen, natürlich jetzt auch das Langwierigste. So, aber hier sieht man ja schon ganz deutlich, ne? 5 Minuten, dann halt irgendwie kurze Pause über den Pivot drüber, zack, nächste. Und das heißt, das wäre jetzt der, auf den ich mich jetzt erstmal dann halt konzentriere. Da haben wir natürlich viel Zeit. Ne? So, aber nichtsdestotrotz würde ich da oben bei der 770, ne, weil das halt einfach das anvisierte Ende der Bewegung ist, aber nicht nur deswegen, nicht nur, weil dort jetzt eine Fibo-Projektion liegt. Ich gehe jetzt nochmal rüber in das andere Bild. Nicht nur, weil dort jetzt halt eine Projektion liegt, das würde ich halt never ever so handeln. Sondern die war natürlich ja vorher schon da, die 772. Und das heißt, das war schon mal durch irgendeine Geschichte, durch irgendein Algo, gab es die halt mal als Trigger. So, und das passt halt jetzt einfach nur dazu. Wäre halt dann hier zwar auch ein Überbieten von diesem Peak, ne, den wir hier halt sehen. Aber halt läuft hier oben nichtsdestotrotz dann auch in entsprechende Widerstandsbereiche rein, die ja hier massiv abverkauft worden sind. Hier sieht der letzte Anstieg darüber und da ebenfalls auf Stunde sogar der letzte Außenstab, nee, ist gar keiner, der da halt da oben unterboten wurde. Von daher macht es durchaus für meine Begriffe Sinn,
Und weil es halt eben auch der erste Versuch wäre, über die Highs im Daily halt rauszukommen. So, der DAX, der versucht jetzt sein Glück. Vor dem hätte ich echt mehr Manschetten irgendwie heute, weil da habe ich ja auch geschrieben, generell sehe ich den schon eher long, also den Kandidaten. Und auch wenn ich gesagt habe, so, wenn wir unter die Eröffnung nochmal drunter gehen, werde ich ihn erstmal shorten. Aber was hat er gemacht? Hier war die Eröffnung, nichts hat er gemacht. Ja, immer wieder dran abgestoßen. Also das war die 9-Uhr-Kerze. Das sah schon richtig blöd aus. Da habe ich gedacht, oh, 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 das geht nicht gut. Aber hat sie dann doch irgendwie gemacht. Also hier sieht man es ja. Und die 9-Uhr-Eröffnung dann irgendwie um 10 runter, aber dann halt hier sauber gefangen eigentlich und dann halt nach oben weggelaufen. Über die 5, 655. Dort sauber, auch, sehr, sehr sauber abgestützt die ganze Zeit. Und der hätte schon auch jetzt das Potenzial, halt mal so richtig nach oben durchzuknallen und da oben die ganzen Stops mal zu frisieren, die ganzen Shorties, denen mal eine neue Frisur zu verpassen. Weil wenn das nämlich läuft, die Geschichte hier, dann wird es auch bei der 730 eher nicht bleiben, würde ich mal tippen. Sondern da würde ich halt echt so, ich habe mal hier oben schon mal so einen blauen Bereich eingezeichnet, da würde ich eher mal eine Schippe draufpacken und dann halt irgendwie 15.800. 30, 850, so in dem Bereich. Das wäre schon sehr, sehr gut denkbar. Hat aber auch noch einen weiteren Grund. Ja, wenn man sich das mal anguckt im Daily, wie das Ganze da aussieht, sehen wir halt hier, ne, also auch von der Struktur relativ klar. Hier unten Support, immer wieder reingestochen, da war halt nichts. Ja. Und dann halt hier gestern auch nur minimale Gegenbewegung mit entsprechend hier keinem neuen Hoch. Aber dann halt heute auch nur diese Mini-Korrektur, wie ich sie gerade gezeigt habe. Das sollte erledigt sein. Fehlausbruch. Zweimal das Ganze. Und wie man so schön sagt, na, falsch kommt schnell. Und das heißt, eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel Grund, hier oben noch großartig zu bremsen. Und da sollte schon, das wäre dann halt auch tatsächlich, wie ich ja gerade sehe, ein neues ATH. Da oben bei der 15.830. Warum nicht? Spricht nicht so wahnsinnig viel dagegen. Zumal halt hier natürlich auch die ganzen Shorties sich platziert haben. Und wenn die entsprechend halt Positionen auflösen müssen. Und was ja dann auch wahrscheinlich hier in dem Bereich irgendwo der Fall sein wird. Und dann kann das ganze Ding halt auch nochmal ordentlich Drive kriegen. Und daher macht das für meine Begriffe schon Sinn, dass wir da auch mal auch eine Runde ordentlich drüber laufen. Und eben nicht nur so ein kleines bisschen. So, no, das also zum DAX, wie gesagt, da hätte ich halt wesentlich mehr Sorge, da irgendwie Short so wahnsinnig viel dagegen zu halten. Auch beim DAU natürlich, ne? Ich meine, wenn der jetzt halt hier weiter nur noch drückt, 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 macht das überhaupt gar keinen Sinn. Aus dem Grund, wenn man sich den Wochenchart, das meinte ich ja vorhin, das zeige ich nämlich dann entsprechend auch noch, wenn man sich den mal anguckt, fällt doch vor allem Folgendes auf. Das hier ist die 90, die 590. Das ist die Vorvorwoche. Plam, das Hoch. Und da ist er gerade dabei, das halt rauszunehmen. Und wo ich halt vorhin meinte, da bin ich mir eigentlich zu 100% sicher, dass wir die auch nochmal sehen. Gehe ich auch immer noch davon aus, dass die Kasse uns den heute irgendwann noch beschert, weil nämlich eigentlich muss er ja nur hinkriegen, dass er darüber in irgendeiner Form schließt. Und aber in Anbetracht dessen, wie die Vorwoche aussieht, nämlich hier mit einem tieferen Tief und dann über der Eröffnung geschlossen, das ist so oder so für meine Begriffe überhaupt gar kein Short-Signal. Und deswegen bin ich auch die ganze Zeit da auf dem Long-Trip und nicht etwa Short, außer vorhin und prompt war es ein Fehler. Deswegen bin ich habe das ja schon ein paar Tage jetzt in meinem Blog so drin, wo ich halt immer wieder auf Long hinweise, weil das ist das Bild. Das sollte nicht nach unten auflösen. Ich wüsste nicht, wieso. Also wir haben zwar hier einen Außenstab, gut, ja, da können wir uns mal kurz dran verfressen und verfangen. Das ist alles gut und schön, aber wir haben eigentlich schon die Antwort, die kommt eigentlich schon von viel tiefer da unten. Und auch in einer netten grünen Supportzone. Das ergibt nicht wirklich viel Sinn, dass der da runter sollte.
Wie gesagt, ich hätte es mir gestern halt ein bisschen ärger, ein bisschen vehementer gewünscht, aber war dann halt nicht. Aber das kann natürlich dann jetzt heute kommen. Von daher ist natürlich, also wie ich ja vorhin gesagt habe, was wir halt hier halt haben, ist eine Aufwärtsbewegung rein im Future. Immer schwierig für den Kassamarkt das zu antizipieren und dort entsprechend halt auch nochmal irgendwie eins draufzusetzen. Was man dann eher oft sieht, ist, dass halt eben Leerverkaufsauflösungen halt sind, ja, und die dann erstmal stattfinden. Das heißt, dann folgt er erstmal halt dem Gap. Das ist schon sehr oft der Fall. Das heißt aber nicht, dass es dann auch so hält. Und wehe, es wird mal geschlossen. Und das ist halt die Gefahr dabei, dass die Reihenfolge von dieser Bewegung, die ich ja halt hier eingezeichnet habe, dass die jetzt einmal genau umgedreht wird. Ja, dass wir nämlich, ich meine, das hier machen wir ja nicht. Kann ich ja eigentlich schon wegnehmen, sondern da sind wir eigentlich ja dann eher hier, bei dem da. Und das wäre dann halt die Gefahr, ne? Dass wir dann halt, wenn wir da drunter rutschen, dass wir schlicht und ergreifend zu tief stehen und dass wir halt hier einen Aufwärtstrend, den wir halt hier auch gerade haben im H1, dass der kaputt geht. Deswegen ist die Reihenfolge da nicht so gut, wie das halt hier gerade läuft. Das wäre das Einzige, was dafür spricht, warum wir heute doch nicht eben halt mit Long oben raus den Tag beenden. Das ist so das Einzige für meine Begriffe. Mehr sehe ich da momentan halt nicht. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht nächste Woche tun. Kann natürlich auch sein, dass wir halt hier rund, hier hochlaufen, hier runter und dann halt hier nochmal bei der 90 dann halt irgendwo oder ja, was ja dann auch hier die Range von gestern ist, dass wir dort einfach nochmal stranden. Das wäre halt schon möglich. Das sollte man mal im Auge behalten. So, jetzt gehe ich nochmal rüber. Was haben wir? 14,57. Da kommt irgendwie nicht so wahnsinnig viel nach. Und gucken wir, ob hier noch irgendwas zu machen ist. Also wir hängen immer noch in der 5 Minuten drin. Na, von daher war halt, ist der Timeframe erstmal soweit richtig. Und aber hier Shorten macht keinen Sinn. Ich würde da halt wirklich tatsächlich warten, bis wir die erste ordentliche Gegenbewegung im 5 haben. Das heißt, das sollte von einer Kerze wie dieser halt zumindest mal das Low per Schlusskurs rausgenommen worden sein, dann Rücklauf und dann kann man da rein. Aber hier würde ich da nicht reingehen. Das ist irgendwie, und dass wir jetzt hier an einem Pivotpunkt uns verharren, jetzt auch nicht wahnsinnig ungewöhnlich. Und von daher sollte man das, ja, die Verzögerung an der Stelle jetzt auch nicht unbedingt überbewerten. So, und jetzt haben wir halt natürlich genau das, was ich vorhin meinte. Ne, wenn man halt irgendwie einen Fehlversuch mithandelt, ich weiß halt nicht, ob es zeitlich reicht, um den Ausgleich im Webinar dann halt eben auch noch zu demonstrieren, der ja in der Regel ja auch gelingt. Ja, und ich kann natürlich versuchen, das in der Gruppe dann halt zu machen, aber das ist halt eben immer so ein bisschen dann halt blöd, ne? Weil dann geht man natürlich jetzt hier mit einem Minus dann halt raus und denkt so, verdammt, hier handle ich nicht mehr nach. Grundsätzliches Nachhandeln natürlich eh keine gute Idee, aber ich weiß ja, dass es einige tun. Und von daher bin ich ja natürlich auch immer ziemlich auf der Hut. Und heute hat es dann halt eben mal nicht ganz nach Wunsch funktioniert. Und deswegen finde ich das natürlich auch nicht so klasse. Klar. Und deswegen würde ich natürlich hier halt auch am liebsten dann auch die 770 oder was auch immer die Kasse nachher macht, natürlich auch gerne live handeln. Und aber das ist halt schlicht und ergreifend zu spät. Weil das ist ja immer noch eine halbe Stunde bis dahin. Ich weiß gar nicht, was ich wüsste jetzt nicht, was ich noch eine halbe Stunde lang erzählen sollte. Und von daher müssen wir es einfach mal so stehen lassen. Lünelten, sag mal was. Ja. Eine Silbe, sehr schön. Aber tatsächlich ist noch eine Frage offen geblieben zu deiner Analyse, und zwar, was du damit meinst, wenn du sagst, Wochenkerze auflösen. Hatte ich doch erklärt, die Wochenkerze. Hatte ich doch vorhin gezeigt. Ja, ich sehe schon hier am Tonfall, ne? Trotzdem danke. Man lernt jedes Mal was dazu. Ja, nicht enttäuscht sein. Komm, Leute. Wisst doch, wie es ist.
Meistens funktioniert das doch alles ganz hervorragend in Live-Tradings. Wenn ich da an letzte Woche zurückdenke, mit der WOT, 16 Trades, 14 Treffer, zweimal Break-Even. Ne, also da, der Schnitt stimmt für mich, aber es ist halt, ist natürlich immer schade, wenn dann halt jemand irgendwie hier dann zum ersten Mal dabei ist und dann halt solche anderen Geschichten halt eben nicht mitbekommt. Ne. Aber das gehört dazu. Also, man kann nicht immer richtig liegen. Das ist ganz normal. Und nein, ich schaue nicht auf USD-Cut. Herr Schütz. Also ich klinge etwas traurig. Ja, nein, das ist Quatsch. Also das hat ja mit traurig nichts zu tun. Es ist natürlich halt immer, ich sag mal, bei den Live-Tradings, das hatte ich auch letzte Woche auch so beschrieben. Eigentlich ist es viel, viel, viel besser, wenn man halt irgendwie einen ganzen Tag irgendwie live ist in einem Trading-Event, weil man dann einfach auch Zeit hat, ne? Also das heißt, also wie jetzt gerade so eine Geschichte. Ich meine, hier muss es dann auf Knopfdruck funktionieren. So, als wäre das die einzige Chance, die wir halt hier haben. Und das ist natürlich Quatsch. Ist natürlich cool, wenn das halt so ist. Ja, aber im Endeffekt wird es ja heute noch irgendwie 5, 6 geben. Und Trading besteht ja letzten Endes nur daraus, die passenden Chancen dann halt zu finden. Und nicht mehr und nicht weniger. Es besteht nicht daraus, jede Chance irgendwie in Profit zu verwandeln. Und das funktioniert nicht, ne? Aber man ist natürlich, wenn man halt hier auf irgendwie 1 Stunde oder gar 45 Minuten beschränkt ist, hat man halt im blödesten Fall genau eine Chance. Und wenn die dann halt daneben geht, so wie eben gerade, sieht es halt blöd aus. So, das hat aber wie gesagt mit traurig nichts zu tun. Das ist einfach nur, ich mir denke, so ist. Also es ärgert mich auch nicht. Es ist auch der falsche Ausdruck. Es ist halt nur so ein bisschen. Was soll ich sagen? Kratzt da meinem Ego auch nicht. Nein. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ich glaube, ihr wisst aber, was ich meine. Weil ich ja halt auch ganz oft eben Trades poste, in der Gruppe, die ich noch nicht mal unbedingt dann halt für mich mache. So oft, wo ich schon irgendwie Trades gepostet habe, die ich dann halt am Rande gesehen habe, gedacht, oh, den kannst du eigentlich mal posten, obwohl ich ja selber gar nicht gehandelt habe. Ne? Und weil ich dann halt irgendwie auch natürlich auch versuche, dann anderen entsprechend zu helfen, mit dem Markt klarzukommen. So, was man hier, wenn man irgendwie, was halt hier mega schick wäre, das wäre halt natürlich jetzt hier ein Dip, ne? Darunter das letzte Tief nochmal ausloten, das ist der pH. Wir stehen oben auf dem Widerstand vom M15, den er vorhin ja halt gekauft hat. Da einmal kurz drunter spucken, hier liegt auch eine passende Order dazu und dann nochmal hoch. Aber selbst der hat dann noch um 15:03 Uhr, das heißt, auch der hat noch 12 Minuten Zeit, um die ganze Geschichte halt aufzulösen. Beziehungsweise der hat noch so lange Zeit, um aufzugehen, besser gesagt. Und auch da ist natürlich dann kein Garant, aber das wäre jetzt halt mal so der erste Ansatz, den ich jetzt hier eigentlich gut finde. Zumal wir auch jetzt hier, ne, weil ich ja vorhin gesagt habe, man muss sich den Timeframe aussuchen. Und der M5 hätte hier natürlich auch ganz gute Chancen, wenn er jetzt nicht verkackt, hier auf die letzte Minute. Weil dann kann natürlich die Richtung auch ganz schnell drehen. Aber man sieht, wir sind hier an der letzten Abwärtsbewegung vom M5. So, die passt genau dazu. So, ich habe jetzt natürlich so ein bisschen Manschetten drauf zu drücken. Ich mache es jetzt aber trotzdem. Ja, weil ich jetzt nicht irgendwie noch einen hier vergeigen will, den ich nachher nicht mehr zeitlich geregelt kriege. Weil das ja wäre eigentlich Premium, aber der kann natürlich zeitlich schwierig werden. Also ich gucke halt immer drauf, dass ich halt in so einer Periode dann halt eben auch drin bin. Ne? Also das heißt, ich versuche den Timeframe möglichst dann halt in seinen Außenstäben ja dann auch zu verfolgen. So, wenn der Markt jetzt aber auf die Idee kommt, ja, und drückt mir jetzt hier auf den letzten 10 Sekunden das nach unten und das und dann heißt es, das ist erstmal nicht weiter schlimm, ja, dann gucke ich halt eine Etage höher. Dann heißt es aber eben, dass ich auch in der Geschichte dann wieder eine halbe Stunde gefangen sein werde. Ja, das kann jetzt passieren. Was ich aber halt hier sehe, ist, wir stehen genau an dem Tief. So, das ist erstmal richtig. Ja, so, und da hat er jetzt auch erstmal geschlossen. Das wird aber jetzt möglicherweise nicht viel werden.
Aber das wäre halt auch hier, deswegen muss man da wahrscheinlich jetzt eine Zeit, eine Einheit höher schauen. Im 15 Minuten, die hat natürlich jetzt wieder Zeit, wie gesagt, bis 10 nach, um die ganze Geschichte nach oben aufzulösen. Aber auch die kann noch ein bisschen rumspielen, weil im Endeffekt alles entscheidend für mich ist eigentlich immer nur die Stunde. So, und wenn ich mir die Stunde angucke, kann man ja ruhig mal ein bisschen ausführlicher machen. Die Stunde setzt man jetzt hier auch ganz genau auf einem Level auf einem Trigger-Level, dass es jetzt zu kaufen galt. Ne? Also auch das passt an der Stelle. Das heißt, die sollte auch schon deswegen nach oben auflösen. Aber wenn wir dann mal auf die Uhr gucken, die hat 55 Minuten Zeit. Das heißt, die muss den ganzen Kassamarkt mitmachen und die kann auch noch irgendwie tiefer dippen und noch recht lange hin und her rauschen. Ne? So, und das heißt, die Reaktion sieht man hier, die ist jetzt richtig. So, aber ich kann hier jetzt nicht eine ganze Stundenkerze innerhalb von 5 Minuten auflösen. Auch weiß ich nicht, ob der M15 jetzt direkt hier im Anschluss danach weiter nach oben läuft oder nicht. Es kann sein, klar, ist keine Frage, aber das weiß ich eben nicht. Aber so würde ich halt versuchen, die Timeframes halt zu kombinieren. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir diese 15-Minuten-Kerze am Stück nach unten halt verkaufe. Da gehe ich nicht von aus. Es kann aber sein, dass die Kasse erstmal bis fast nach unten hin dippt. Es kann sein. Und deswegen, wenn das jetzt halt hier in irgendeiner Form halt angebahnt wird und dann kann die natürlich jetzt auch die nächste 5-Minuten-Kerze erstmal hier schließen, drunter. Und dann haben wir genau das, was ich meinte. Dann haben wir nämlich hier den nächsten Trade, der zwar wahrscheinlich aufgeht, aber nicht mehr im Rahmen von der Zeit, die wir hier anvisiert haben. Das ist halt einfach das Problem dabei. Und deswegen sind längere Sessions eigentlich besser. Kann mir mal irgendwie drüber nachgucken, nachdenken, ob man sowas nicht auch mal macht. Wir Ist nehmen natürlich. deine Einladung sehr gerne an. Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Ich meine, Ich weiß. alleine geht es nicht. Also ich kann nicht irgendwie 6 Stunden am Stück irgendwie reden. Das ist halt, das geht gar nicht. Also das ist einfach schlicht und ergreifend zu lang. Wenn das mehrere machen, weil dann hat man immer Zeit, mal irgendwie mal kurz mal frische Luft zu schnappen und irgendwie sich mal alles ein bisschen genauer anzugucken, weil nämlich gleichzeitig hier erklären und handeln, es ist erfordert zu viel Konzentration und dann macht man Fehler, die man nicht macht, wenn man zwischendurch mal irgendwie eine Verschnaufpause hat. Deswegen, also wenn du noch irgendwie 2 Kandidaten organisieren kannst, bin ich Ja, dabei. reden wir ernsthaft darüber. Kriegen wir hin. Klar. Also wenn mir da als erstes einfällt, ist ja klar. Mit Kamera aber, ne? Ja, natürlich. Du aber auch. Ich rede hier die ganze Zeit mit der Kamera, ne, weil ich das so gewohnt bin. Das ist auch lustig. Und keiner sieht's. Ja, das kann man halt, also da wäre ich ein großer Freund davon, weil es war auch bis jetzt jedes Mal so bei den ganzen Events in der Form, sei es jetzt, also gerade die WOT, und das hat jedes Mal hervorragend funktioniert. Ne? Also das ist dann auch weniger Glückssache, das ist dann viel mehr, glaube ich, wenn man da halt, ja, wenn man einfach Zeit hat, ne? So das zu überdenken, was man da gemacht hat. Und auch entsprechend sich ganz anders vorbereiten kann dazwischen nochmal. Und natürlich auch sehr diszipliniert generell ist, weil ja alle zugucken. Deswegen macht man dann auch keinen Quatsch. Und entsprechend ist das Ergebnis dann halt auch in der Regel gut. Also da spielen halt schon ganz viele Faktoren mit. So, was ist denn jetzt hier? Wir haben doch immer noch NFP. Es kann doch nicht sein, dass jetzt hier irgendwie 3 Punkte auf der Stelle hin und her läuft. Muss jetzt nicht auch noch sein. So, aber ich werde jetzt die letzten Minuten nicht auch noch totquatschen, sondern was? DAX Short 700 war schön. Ja. Haben hier nachträglich Trader. Mensch, Lutz. Ja, mehrere Stunden Live-Trading wäre klar, es ist klasse. Also bin ich auch ein ganz, ganz großer Freund von, weil es nämlich eben auch wirklich null stressig ist für die, die es dann halt machen. Hattest du die Frage von Alexei gesehen? Vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, wenn du es beantwortet hast. Nee.
Es Hobby war Lab 10. 15:08 Uhr. Was sage ich denn doch? Durch oder zurück? Ich gucke mal kurz auf den DAX, was der Lutz da meint. War der auf 7? Also, ich bin hier im Daily. Mal kurz auf den Weekly. Ja. Wo ist er hier? Ja, ist doch gut. Ist doch schön, wenn du ihn eingefangen hast. Ich hätte mich das, glaube ich, nicht getraut da oben. Ja. Ja, das sage ich Glückwunsch. Weil war ja auch nicht über den Hoch ist von gestern drüber, von daher natürlich richtig. Ja. Sauber. Freut mich. Hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Also wie gesagt, ich habe trotzdem so ein bisschen Sorge um den Kollegen hier, ne, weil der halt irgendwie, weiß nicht, wenn die da oben auflösen, dann brennt's. Also, das ist irgendwie, finde ich, so ein bisschen nur eine Frage der Zeit, bis es halt passiert. Deswegen bin ich da eher auf dem Longtrip, was den angeht, als da halt irgendwie Short dagegen zu halten. Gut, der hat jetzt eh bei den NFPs jetzt hier ja mehr oder weniger gar nichts gemacht. Steht er ja wieder da, wo er angefangen hat, und der Dow steht halt 100 Punkte höher. Okay. Nee, also wie gesagt, hatte ich nicht auf dem Schirm. Die Tanja fragt, ob es nicht eventuell zu Gewinnmitnahmen kommt, weil am Montag Feiertag ist. Ja, das ist Meinungstrading. Das klingt total klasse, wenn man irgendwie Nachrichtensprecher ist und kann dann nachher sagen, ja, weil Feiertag war, kam es zu Gewinnmitnahmen. So, aber das ist ja nichts, was man irgendwie in sein Trading einbeziehen sollte. Das, im Gegenteil, das sollte man irgendwie tunlichst vermeiden, solche Gedanken, weil es sagt ja keiner, was er vorhat, ne? Und so nach dem Motto, ja, die Händler haben jetzt alle Gewinnmitnahmen angekündigt, weil Feiertag ist. Das ist ja Quatsch. Das klingt halt nur im Nachhinein, klingt es total plausibel, ja, aber mehr halt auch nicht. Also, und wenn es dann halt nicht so wäre, könnte man dann andersrum sagen, ja, es kam zu keinen Gewinnmitnahmen vor dem Feiertag, weil halt irgendwie alle scheinbar schon im verlängerten Wochenende waren. Ja, das ist, kann man sich immer auslegen, wie man es braucht. Das würde ich halt wirklich eher lassen. So, was ist jetzt hier? Lösen wir die jetzt auf nach oben oder nicht? So, also das heißt, wenn er jetzt nach oben rennt, würde ich ihn mitnehmen. Ansonsten würde ich den halt hier unten gleich einfangen und immer davon ausgehen, dass die Kasse dann halt erstmal nochmal kurz nach oben reagiert und es dann halt irgendwie in größerer Positionierung dann halt auflösen. So, aber steht ja still, ne, wie man sieht. Da passiert ja wirklich gar nichts. Also hier unten spricht natürlich auch dafür, Vortageshoch, Value Area High, der PH Main, kurzer Dip unter das letzte Tief. Also das hier hat schon bessere Chancen, da halt nachher aufzulösen und dann halt nochmal drüber zu rennen, als jetzt irgendwie hier unbedingt noch in den nächsten 2 Minuten. Ne? Kann sein, aber das ist dann schon interessanter da unten. Es hätte vorhin gepasst, wenn halt die Struktur hier fortgesetzt worden wäre, aber scheinbar, wer auch immer das hier veranstaltet hat, ist nicht mehr dabei, so wie es aussieht. Weil das die erste erkennbare Struktur war und die ist direkt mal hier im ersten Anlauf. Sieht jetzt so aus, als wären das nur noch so Typen wie ich, die versuchen hier mit kleinem Volumen die Struktur zu verfolgen und mehr halt irgendwie nicht so wirklich, ne? Weil das Volumen ist ja raus. So, letzte Minute. Ich lasse den jetzt mal in Ruhe. Könnt natürlich noch sagen, gut, nehmen wir die 7 Punkte mit. Dann ist wenigstens ein Trade noch. Der letzte ist dann noch ein Gewinner. Aber mache ich mal nicht. Also auch wenn die jetzt hier, der 15 Minuten, auch wenn der nur hier drüber schließt, dann wird die nächste wahrscheinlich auch versuchen, da oben drüber zu schließen. Wie gesagt, da haben wir hier unten eigentlich den besseren Entry. Wenn sie drunter schließt, ist natürlich blöd. Also dann muss man halt nachher mal gucken, wie die Kasse drauf ist. Aber jetzt warten wir hier mal kurz die 20 Sekunden noch ab und dann glaube ich, kann man auch den Deckel drauf machen. Ja, aber hier kommt einfach gar nichts mehr. Ne? Das ist ja wirklich komplett tot gerade. Ist ja nichts mehr. Nada. Schließt genau drauf. Ja.
Das war es dann auch schon. Das heißt, die letzte wird wahrscheinlich dann auch wieder irgendwo darüber rumdaddeln. Aber hier passiert nichts mehr. So, raus und fertig. Das sollte man dann irgendwie sich dann halt sparen. So, jetzt haben wir noch einen Punkt Gewinn gemacht, ne? Meine Frage ist noch offen, Alexei. Also, Genau. ne? Ob du nicht wartest, bis die Kerze vorbei ist, bevor du in den Trade eingehst. Nicht unbedingt, ne? Also, weil manchmal kann man ja sehen, was es ja halt werden soll, ne? Auch hier sieht man ja, also das war ja das Level. Mehr war das ja halt nicht. Und da kann ich ja auch natürlich auch irgendwie gleich gucken. Weil dass das verteidigt wird, ist, ich sag mal in Anführungszeichen, klar. Ne? Weil das war die Stelle, wo er vorher auch dran gezackert hat und wo er unbedingt drüber wollte und dass das jetzt nicht einfach nochmal verkauft wird. Das liegt eigentlich auf der Hand, deswegen nö. Und der M5 hat ja dazu gepasst, eben erstmal. Und gut, dass der jetzt Feierabend hat, ne, der das hier gemacht hat, weiß ich ja vorher nicht. Aber vom Prinzip her ist das ja schon in Ordnung gewesen. Ne? Also hier sieht man ja die Unterseite. Aber ich glaube nicht, dass das noch der gleiche Händler ist, ehrlich gesagt. Ja. So, da ist er vorhin hingelaufen, dann hat er irgendwie dran gebremst, auch drin geschlossen. Hier so ganz kleinen Dingen runter und dann halt jetzt wieder zurück. Also von daher, das ist schon in Ordnung. Jetzt rennt er hier durchs Dach oder wie? Das kann er jetzt nicht sein. Mann, Mann, so gut, ist aber trotzdem okay. Also da habe ich diverse Punkte zu früh geschlossen, würde ich mal sagen. Ne? So ungefähr 20. Jetzt kommt hier, guckst du dir das einer an. Okay, das würde ich jetzt mal unter Pech abtun. Ne? Jetzt kommt hier noch eine fette Order rein und drückt wahrscheinlich das Ding oben durch die Decke. Das kann natürlich jetzt echt passieren, ne? Weil vor allen Dingen, wenn man sich jetzt den hier mal anguckt, ne, 15 Minuten wieder, da stehen wir schon über der letzten. Ach ja, gut. Achso, das meintest du mit abwarten? Nee, nee, nee. Ja, wie gesagt, ich will jetzt hier das Webinar dicht machen. Ich wollte nicht riskieren, dass wir jetzt hier nochmal drunter spucken und dass ich da jetzt halt nochmal irgendwie nochmal ewig lang gefangen bin. Das war der Grund, warum ich da gesagt habe, komm, weg damit. Ja. So, der Entry war auf jeden Fall super. Alright, gut. So, dann machen wir an der Stelle mal dicht. Ich bin halt mal gespannt. Ich meine, das ist ja halt auch immer der Punkt, ne? Dann halt zu sehen, was macht der Markt nachher mit dem, was ich da halt vorgegeben habe. In Anführungszeichen, also entscheidend, werden halt schon die Punkte, die ich genannt habe, davon bin ich mir ziemlich sicher. Einmal die 590, die ja nur schlappe 100 Punkte tiefer liegt, das ist erstmal gar nichts. Das heißt, da könnte jetzt die Kasse schon mal ganz bequem hinsprinten. Oder halt eben zuerst rauf auf die 770 und dann halt mal gucken, in welcher Reihenfolge die ganze Nummer hier abläuft. Ne? Also, die mache ich natürlich mal weg. Oder auch wenn ich tatsächlich noch die 460 nochmal kriege. Er hat mein Favorit gewesen, aber ist halt heute ausnahmsweise mal kein Wunschkonzert. Ist es ja grundsätzlich immer, natürlich nicht, ist nicht ernst gemeint, aber sehr, sehr oft, wo es ja dann halt aufgeht. Gut, also Nelson, sage ich dir auch mal Dankeschön für die teilweise einsilbige Moderation. Da schließe ich Und mich dann Klaus an und sage immer wieder schön mit dir. ja, immer wieder schön mit euch. Gebe ich gerne zurück. Ist auch immer sehr, sehr gesittet hier. Es kommt immer ein schönes Feedback. Und ganz, ganz selten, wo mal einer rumstänkert und irgendwie schlechte Laune verbreitet. Das haben wir wirklich sehr, sehr selten. Und da bin ich natürlich auch sehr froh drum. Und heute natürlich auch nichts von alledem. Nur anständige, nette Leute hier. Und entsprechend wünsche ich euch allen natürlich ein schönes Wochenende. Wir sehen uns ganz bald wieder. Am Dienstag wahrscheinlich schon wieder, oder? Nee. Dienstag in einer Woche. Dienstag in einer Nächste Woche. Woche hast du mich erstmal nicht an der Backe. Okay, Oder toi, toi. vielleicht doch mal sehen. So, ich hoffe, ihr habt alle vorhin den Long gemacht mit der fettesten Position aller Zeiten und schießt das Ding jetzt hier ohne mich durch die Decke.
In diesem Sinne, Nelson hat das letzte Wort, aber ich sage danke, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Es ist immer schön, hier im Webinar mal das letzte Wort zu haben. Also, ich bedanke mich natürlich, ich bedanke mich natürlich auch bei dir, lieber Dirk, für das Webinar. Schade um den Long, aber war ja die richtige Idee. Und natürlich auch an alle Teilnehmer. Wirklich eine sehr schöne Truppe hier. Viele bekannte Namen, die immer wieder hier teilnehmen. Vielen Dank dafür. Ich wünsche natürlich auch noch einen erfolgreichen Handelstag und ein schönes Wochenende. Und ja, dann in circa eine Woche dann hier Dienstag Live-Trading wieder mit Dirk. Und bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und viel Erfolg. Ciao, ciao.